Hallo allerseits, herzlich willkommen live hier auf dem YouTube-Kanal des Instituts für Wirtschaftsrecht unserer Universität. Ich begrüße Sie recht herzlich, der dritte Law of the Lunch Talk in diesem Semester. Wie immer viele spannende Themen aus dem transnationalen Wirtschaftsrecht. Heute soll es gehen um transnationale Lieferketten, aber nicht nur um Lieferketten, sondern solche als Baustein auch eines nachhaltigen Unternehmensrechts. Und ich freue mich sehr, sehr herzlich, dass wir dazu zwei in hohem Maße ausgewiesene Referentinnen begrüßen dürfen, nämlich Frau Dr. Ann-Christine Mittwoch und Miriam Elsholz, beide am Institut für Wirtschaftsrecht, die beide sehr ausgewiesen sind in dieser Thematik. Ich darf Ihnen unsere Referenten für heute ganz kurz vorstellen. Ich beginne mit Frau Dr. Mittwoch, die aus eine schon etwas längere akademische Karriere vorzuweisen hat. Die begann 2001 mit dem Studium der Rechtswissenschaften, das in Passau im Wesentlichen absolviert wurde. Es folgte dann eine wissenschaftliche Mitarbeitertätigkeit bei Kollegen Stefan Grundmann, einem der früheren Direktoren im Übrigen des Instituts für Wirtschaftsrecht hier bei uns in Halle, an der Humboldt-Universität heute. Und dann sozusagen ging der Weg weiter, zunächst über die Dissertation, auch an der Humboldt-Universität 2013 und die Promotion dann nach zunächst Bremen kurz, dann eine kurze spannende Tätigkeit in Turkmenistan und dann schließlich an die Philipps-Universität Marburg. Dort erfolgte dann auch die Habilitation mit einer im Jahre 2020 mit einer Habilitationsschrift zum Thema Nachhaltigkeit und Unternehmensrecht. Also ein Thema, das unmittelbar auch unseren heutigen Vortrag berührt. Vielen Dank, Frau Mittwoch ist im Augenblick Lehrstuhlvertreterin bei uns an der Fakultät. Und wir freuen uns außerordentlich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Frau Elsholz ist Mitarbeiterin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Wirtschaftsrecht. Sie hat in Halle studiert von 2011 bis 2017. Das normale rechtswissenschaftliche Studium, dann ein Master of Business Law and Economic Law am Institut für Wirtschaftsrecht, war wissenschaftliche Mitarbeiterin bei mir am Lehrstuhl und jetzt am Institut für Wirtschaftsrecht und hat auch zusätzlich noch in China ein Semester dort in unserem Austauschprogramm studiert. Frau Elsholz hat bereits publiziert und arbeitet an einer Dissertation eben auch zu dem heutigen Thema, nämlich zum Lieferkettenrecht und Compliance-Fragen diesbezüglich. Ich freue mich außerordentlich, vor allen Dingen auch, dass der heutige Vortrag ein wenig Zivilrecht und öffentliches Recht zusammenbringt, was auch ein ganz wichtiges Anliegen des Instituts für Wirtschaftsrecht immer wieder ist. Herzlichen Dank, das soll es sein für die Einleitung. Ich freue mich außerordentlich auf Vortrag und hoffentlich auch auf Chat-Diskussion dann im Anschluss. Wenn ich es richtig sehe, beginnt Frau Elsholz. Ich übergebe das Wort und verabschiede mich hier aus dem YouTube-Stream. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Tietje, für die einleitenden Worte. Ich freue mich natürlich auch das erste Mal jetzt tatsächlich, obwohl ich schon bei vielen Law After Lunch dabei war, auf der Seite der Vortragenden stehen bzw. hier jetzt sitzen zu dürfen. Und mein Dissertationsthema oder zumindest einen Ausschnitt daraus heute Ihnen und euch vorstellen zu dürfen. Sagen wir mal so, eigentlich war dieser Vortrag ein bisschen anders gedacht. Und zwar war eigentlich angedacht, heute einen Überblick über den Gesetzentwurf für ein deutsches Lieferkettengesetz vorzustellen.
Und wir dachten eigentlich im Herbst des vergangenen Jahres, das sei eine ziemlich sichere Sache, weil tatsächlich der erste Entwurf für ein solches Lieferkettengesetz bereits 2019, im Frühjahr 2019, also vor fast 2 Jahren, durchgesickert ist aus dem Entwicklungsministerium. Warum haben wir das deutsche Lieferkettengesetz immer noch nicht? Ist die große Frage. Letztlich war man sich in den beteiligten Ministerien, sprich im Entwicklungsministerium, im Arbeitsministerium und im Wirtschaftsministerium, einig, dass man zum einen erstmal die Ergebnisse eines Monitoring-Prozesses abwarten wollte. Und dieser Monitoring-Prozess war angeleiert worden, der lief bis 2020, Mitte des Jahres, in 2 Runden, um zu sehen, ob die größten deutschen Unternehmen denn bislang ihrer Verantwortung für Menschenrechte und Umwelt entlang ihrer Lieferketten denn nicht schon von selbst gewissermaßen gerecht werden. Wir werden im Einzelnen noch sehen, was diese Verantwortung überhaupt bedeutet. Und ob wir damit letztlich überhaupt gar keine Regulierung brauchen. Außerdem war man sich einig, deswegen gab es auch ein bisschen Beef, als dieser Entwurf aus dem Entwicklungsministerium so früh durchgesickert ist, dass man sich über entscheidende Eckpunkte dieses Lieferkettengesetzes, des deutschen Lieferkettengesetzes, gerade nicht einig war. Und das ist eben bis heute so. Zuletzt hat Angela Merkel, also direkt von ganz oben, erfolglos leider versucht, die 3 beteiligten Minister auf der einen Seite Heil und Müller, auf der anderen Seite Altmaier, Anfang Januar dazu zu bewegen, sich zu einigen, wie denn so ein Gesetz nun aussehen soll. Und das ist gescheitert, weil eben, wie ich gesagt habe, einige Eckpunkte noch überhaupt nicht geklärt sind. Insbesondere Herr Altmaier stellt sich gerade bei den Fragen quer, wie weit dieses Lieferkettengesetz gehen soll in Bezug auf die Unternehmen, an die es sich richtet, wie weit die dann ihrer Verantwortung nachkommen sollen, auch gegebenenfalls gegenüber anderen Unternehmen und ihren Beziehungen zu diesen, und ob sie letztendlich für Verstöße gegen dieses geplante Gesetz haften sollen und wenn ja, wie dieser Haftungsrahmen aussieht. Also soweit einleitend, warum wir nicht über das reden, was wir eigentlich vorhatten. Ich werde natürlich trotzdem nochmal auf diese Aspekte zurückkommen. Wir haben dann aber gedacht, was machen wir stattdessen? Wir haben letztendlich gedacht, okay, es ist vielleicht auch mal ganz sinnvoll, diese Lieferkettengesetzgebung ein bisschen in den Kontext zu setzen, weil das ein ganz, ganz neuer Trend ist. Ich werde also als erstes mal darauf eingehen, warum wir überhaupt mehr Regulierung von Unternehmen brauchen. Also warum wir Unternehmen hier in Deutschland zur Verantwortung ziehen müssen, sollten. Möchte also zunächst quasi die Notwendigkeit darlegen für Regulierungsansätze in dieser oder ähnlicher Form, wie sie bereits existieren. Dann möchte ich auf bereits existierende Ansätze ein bisschen von der öffentlich-rechtlichen Perspektive quasi eingehen und mal schauen, auf welcher Regulierungsebene befinden wir uns überhaupt, welche Akteure sind beteiligt, handelt es sich um Soft- oder Hardlaw, was sind da die Trends, und möchte in diesem Zuge dann eben auch auf die ausgemachten Trends, insbesondere auf das Sorgfaltspflichtengesetz als Regelungstrend, Schrägstrich, das ist gleichzusetzen mit Lieferkettengesetz, ich werde noch erklären, warum, eingehen. Das also quasi herleitend, warum brauchen wir überhaupt so eine Regulierung, und abstrakt gesprochen, wie können wir diese Regulierung einordnen? Und dann
der Kontext, den Frau Mittwoch geben wird, der bezieht sich quasi in einer anderen Form nochmal auf das große Ganze, weil wir quasi abseits dieses Trends des Sorgfaltspflichtengesetzes natürlich das Unternehmensrecht ganzheitlich betrachten sollten und wir das Gefühl haben, dass das nicht so richtig passiert gerade. Und das bezieht dann natürlich auch mit ein, wie definieren wir überhaupt Nachhaltigkeit, wie kommen wir dahin, was gibt es noch für andere Ansätze neben diesen bereits erwähnten Lieferkettenregulierungen und schließlich auch die Frage, welchen Herausforderungen stehen wir denn im Hinblick auf eine Neuausrichtung des Unternehmensrechts im umfassenden Sinne gegenüber. Soweit also zu dem, was wir hier heute an straffen Programm für eine Stunde geplant haben. Ich versuche mich kurz zu fassen, um Frau Mittwoch und anschließend dann Ihnen und euch auch noch gegebenenfalls sogar für Fragen die nötige Zeit zu geben. Also, fangen wir an damit, warum brauchen wir Regulierung von Unternehmen? Ganz abstrakt gefragt, wir können davon ausgehen, also wenn wir Unternehmen regulieren müssen an bestimmten Stellen, dann fehlt bislang an Stellen Regulierung. Wir haben also Regulierungslücken, die aufgegangen sind, entstanden sind. Um nur mal ein paar drastische Beispiele, die Liste könnte unendlich fortgesetzt werden, zu nennen. Was passiert, wo sich diese Regelungslücken auftun, was da die konkreten Konsequenzen von sind. Derzeit sind in Westafrika hauptsächlich zum Beispiel an der Elfenbeinküste, wo 70% der globalen Kakaoernte herkommt, schätzungsweise 2 Millionen Kinder unter extrem widrigen Bedingungen im Einsatz. Also die schlimmsten Formen von Kinderarbeit findet man dort. Über 10.000 von ihnen sind sogar von Zwangsarbeit betroffen. Die meisten können natürlich neben dieser Arbeit keine Schule mehr besuchen. Und keiner der großen Hersteller wie Ferrero oder Nestlé, die auch eine Niederlassung in Deutschland haben, kann garantieren, dass die Schokoladenprodukte, die viele von uns tatsächlich ja so gern und häufig konsumieren, ohne den Einsatz von Kinderarbeit hergestellt werden. Gibt auch sehr eindrückliche Fotos und Berichte dazu immer wieder, in dem Fall von der Washington Post. Also manchmal gelangen eben die Auswirkungen dieser Regulierungslücken auch bis zu uns und werden sichtbar gemacht. Und man sieht eben direkt, dass die Produkte, die wir täglich konsumieren, auch mit Menschenrechtsverletzungen gegebenenfalls hergestellt wurden, also im Kontext von Menschenrechtsverletzungen. Ein zweites Beispiel, von dem einige von euch vielleicht schon gehört haben, ist inzwischen einige Jahre her. In der Fabrik Ali Enterprises hat es im September 2012 gebrannt und dabei sind 258 Arbeiterinnen ums Leben gekommen. Rechtsgutachten der Initiative Lieferkettengesetz, die in Deutschland von zivilgesellschaftlichen Organisationen gegründet wurde, zu zitieren, warum wir ein Lieferkettengesetz brauchen, heißt es recht plastisch. Die Arbeiterinnen erstickten oder verbrannten, weil viele Fenster vergittert und Notausgänge verschlossen waren. Hauptkunde der abgebrannten Fabrik war das deutsche Textilunternehmen KICK, das nach eigenen Angaben im Jahr 2011 bis zu 75% der Produktion kaufte. Von KICK-Seite hieß es, man habe regelmäßig die Arbeitsplatzsicherheit und sonstige Arbeitsbedingungen durch Auditfirmen begutachten lassen. Damit kannte also das Unternehmen die Arbeitsbedingungen und baulichen Details der Fabrik oder hätte sie zumindest kennen müssen. Wenige Mittel hätten ausgereicht, um bei dem Brand vielen Menschen das Leben zu retten. Dies belegt unter anderem eine Computersimulation. Als Hauptkunde wäre es für KICK einfach gewesen, bessere Brandschutzvorkehrungen durchzusetzen. Der Fall ist eventuell
vielleicht noch bekannt, weil tatsächlich mit Hilfe einer deutschen Organisation Hinterbliebene der Opfer dieses Brandunglücks vor deutschen Gerichten KIK verklagt haben und Schadensersatz wollten, Wiedergutmachung geltend machen wollten. Und letztendlich ist dieser Prozess 2019, um es vereinfacht zu sagen, wohl daran gescheitert erstmal. Die Details dahinter kann jeder nochmal recherchieren. Da fehlt mir die Zeit. Aber es lag daran, dass nach pakistanischem Recht, das in dem Fall angewendet werden musste, eben eine Verjährung eingetreten war dieser Vorfälle. Und deswegen so die eigentlichen interessanten Fragen, inwiefern denn KIK hier eine im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat, überhaupt nicht wirklich geklärt werden konnten. Aber eben, es zeigt einmal mehr, es wäre schön, wenn wir auch aus deutscher Perspektive hier Regulierung hätten. Noch ein drittes Beispiel mit Bezug zu Deutschland. Bei einem Dammbruch in Brasilien im Jahr 2019 sind über 200 Menschen gestorben und der giftige Schlamm, der Minenschlamm dieser Eisenerzmine, der von dem Damm gehalten werden sollte, hat sich in die umliegenden Flüsse ergossen und auch das Trinkwasser der Region um Brumadinho verseucht. Und kurz vorher, wenige Monate vorher, Ende 2018, war dieser Damm von der brasilianischen Tochtergesellschaft des deutschen Unternehmens TÜV Süd noch als stabil eingestuft und zertifiziert worden. Und bei den Ermittlungen der brasilianischen Strafverfolgungsbehörden, also in dem Fall ist tatsächlich ein Staat tätig geworden, zumindest im Nachhinein, stellte sich heraus, dass die erhebliche Gefahr eines Dammbruchs zum Zeitpunkt der Zertifizierung schon bekannt gewesen war. Und trotz dieser Kenntnis der erheblichen Gefahr, dass das Erdreich dort aufweicht, wurde dem Staubdamm die Zertifizierung gegeben. Und zum Glück, wie gesagt, wenigstens im Nachhinein ist dort das brasilianische Gericht tätig geworden und hat auch tatsächlich TÜV Süd für Brasilien vorerst die Genehmigung für Zertifizierung entzogen. Diese wenigen Beispiele genügen aber letztlich schon, um zu verdeutlichen, dass der Status quo hinsichtlich der menschenrechtlichen und auch umweltbezogenen Standards in den globalen Lieferketten eigentlich einfach nur nicht hinnehmbar ist. Wie sieht das jetzt aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive aus? Letztlich ist ja der Grundgedanke unseres globalen Wirtschaftssystems, Wohlstandsförderung für alle zu erreichen, vereinfacht gesagt, durch die Spezialisierung und damit die Arbeitsteilung auch bei der Herstellung von Gütern und der Bereitstellung von Dienstleistungen und daran eben auch den anschließenden freien Handel mit diesen Gütern und Dienstleistungen. Man hat also durchaus eine Spezialisierung auf einfachere Tätigkeiten auf der einen Seite, spezialisierte Herstellungsprozesse auf der anderen, also gewisse Ungleichgewichte. Dabei bestimmt sich der Preis für ein Produkt oder eine Dienstleistung am Markt. Das Problem, was sich jetzt auftut, immer stärker, ist, dass dieser Preis, der sich da am Markt bestimmt, gerade nicht den Preis widerspiegelt, den Mensch und Umwelt in der Gesamtheit langfristig für eine unbegrenzte Ausbeutung von Ressourcen und Menschen zahlen müssen. Insofern kann man sagen, Status quo in dieser Hinsicht im Hinblick auf die negativen Effekte auf Gemeinschaftsgüter, Marktversagen. Gleichzeitig wird dann immer wieder vorgebracht von Seiten wirtschaftswissenschaftlicher WissenschaftlerInnen, aber eben auch der Unternehmen, lasst es uns doch mal die Wirtschaft selbst versuchen lassen. Das ist ja kein Prozess, sich der Verantwortung der Gesellschaftlichen auch für Gemeinschaftsgüter als Unternehmen gewahr zu werden. Und das geht nicht über Nacht.
das braucht Zeit. Und man könnte jetzt sagen, naja, wir haben doch schon viele Beispiele, wo Unternehmen zeigen, dass es sich sogar wirtschaftlich, also im Kontext des vorher angedeuteten Marktmechanismus lohnen kann, wenn sie gut sind, also ihrer Verantwortung gerecht werden, wenn sie gewisse Nachhaltigkeitsstandards einhalten und so weiter und so fort. Und das ist im Gegenteil dann eben auch einem Unternehmen sehr schadet, wenn eben solche Vorfälle passieren wie der Dammbruch in Brasilien oder der Brand in der Textilfabrik. Und deswegen haben wir auch diverse Zusammenschlüsse und Initiativen von Unternehmen unter diesem Stichwort Corporate Social Responsibility, wo Unternehmen eben diese Verantwortung übernehmen, wo sie sich zusammenschließen, sich selbst Regeln geben, sich zertifizieren lassen von anderen und so weiter und so fort. Und man könnte ja jetzt sagen, lass dem Ganzen doch ein bisschen Zeit. Und letztendlich muss man dann aber rein faktisch sehen, dass die Unternehmen da ein bisschen mehr als nur Zeit brauchen. Sie brauchen auch Nachhilfe und sie brauchen letztlich einen gesetzlichen Rahmen, um auch Rechtssicherheit zu schaffen, was denn ausreicht und was nicht, um sich auch intern vor ihren Investoren und Investorinnen rechtfertigen zu können, warum sie jetzt sozial sich engagieren und eben nicht mehr rein auf den Gewinn fokussiert sind. Und gleichzeitig zeigen die vielen Beispiele, die ich vorher genannt habe, die ja aus den letzten Jahren, aus der nahen Vergangenheit stammen, eben, dass wir Regulierung brauchen. Und diese Regulierung, also quasi zum Beispiel eine Einpreisung dieser Kosten, dieser externen negativen Effekte, die verursacht werden durch unternehmerische Tätigkeiten im Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen, im Hinblick auf Umweltschädigung. Diese Einpreisung muss der Staat übernehmen. Und die muss er auch übernehmen, weil die Ungleichgewichte auf den heutigen globalen Märkten einfach so krass sind, und das hat gerade die Corona-Krise gezeigt, dass tatsächlich die Menge an Zulieferbetrieben, insbesondere im globalen Süden, auch überhaupt keine Möglichkeit hat, sich gegen ein Monopol oder ein Oligopol eines großen Unternehmens aus dem globalen Norden zu richten. Und letztendlich führte das dazu, dass im Rahmen der Corona-Krise Textilunternehmen aus dem globalen Norden, die gemerkt haben, dass sie ihre Klamotten, die sie beauftragt hatten im globalen Süden, nicht loswerden würden, diese Aufträge einfach gecancelt haben, ohne die Menschen zu bezahlen, die diese Produkte schon hergestellt haben. Und dadurch ganz, ganz viele Leute arbeitslos geworden sind. Wir sehen also diese Ungleichgewichte, die treffen die Schwächsten in der Kette, in der gesamten Lieferkette, häufig am Beginn der Lieferkette unserer Produkte. Und um deren Rechte zu schützen, braucht es den Staat. Adressat menschenrechtlicher Verpflichtungen ist naturgemäß, das kennen wir auch aus dem nationalen Recht, also der Staat. Abstrakt gesprochen. Gehen wir also erstmal abstrakt gesprochen davon aus, dass der Staat eben die Verantwortung für den Schutz des individuellen Wohlergehens trägt und damit auch in einem weiteren Aspekt die Verantwortung für dieses Wohlergehen des Einzelnen trägt und dieses einzelne Individuum dann eben auch schützen muss vor Zugriffen durch andere Akteure, private Akteure wie Unternehmen. Das ist der Aspekt der sogenannten Schutzpflichtendimension der Menschenrechte, also im internationalen Menschenrechtsschutz unterscheidet man, die einen oder anderen werden das aus dem deutschen Recht auch kennen, zwischen der abwehrrechtlichen Dimension
also dem, im Verhältnis BürgerInnen zum Staat, dass der Staat eben in diese Rechte nicht eingreift. Der Schutzdimension, dass eben, wie erwähnt, die Rechte des Einzelnen geschützt werden vor Übergriffen durch andere Private, hier namentlich durch Unternehmen. Und letztlich dann in einem dritten Schritt die Gewährleistungsfunktion, dass der Staat tatsächlich Leistungen vornimmt, damit diese gewährten Menschenrechte auch alle ausgeübt werden können. Diese Schutzpflicht kann auch in eine Regulierungspflicht letztendlich münden, denn zum Schutz vor übergriffigen Tätigkeiten von Unternehmen ist es nötig, dass wir zivil- und strafrechtliche Sanktionen haben, dass wir Arbeitsschutzstandards haben und dass diese dann natürlich in einem zweiten Schritt auch durchgesetzt werden. Diese Schutz- und damit auch Regulierungspflichten bestehen natürlich zunächst unstreitig für den Staat, auf dessen Territorium ein Unternehmen ansässig und aktiv ist, von dem eben diese unmittelbaren menschenrechtlichen und umweltbezogenen Beeinträchtigungen ausgehen. In den eingangs genannten Beispielen wären das also die westafrikanischen Staaten wie die Elfenbeinküste, Pakistan und Brasilien. Und hier tun sich dann eben besagte Regulierungslücken rechtlich gesehen auf, weil viele der Staaten, insbesondere in Länder des globalen Südens, nicht über einen vollständig ausgebauten Rechtsstaat verfügen. Sie können also die Durchsetzung vielleicht bestehender Regulierungen zum Schutz von Menschenrechten und Umwelt überhaupt durchsetzen, umsetzen. Sie können gleichzeitig nicht auf den Zufluss oder auf den Zufluss ausländischer Direktinvestitionen verzichten und setzen dann eben diese Investitionen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, Plätze von Wirtschaftswachstum in diesem Kontext über ein nachhaltiges Unternehmertum und die Einhaltung menschenrechtlicher Mindeststandards in der Produktion. So. Wie sieht es nun aber eben mit den menschenrechtlichen Verpflichtungen der sogenannten Heimatstaaten aus? Also derjenigen Staaten, in denen ein transnationales Unternehmen, ein Mutterunternehmen einer ausländischen Tochtergesellschaft oder ein Hauptabnehmer, wie zum Beispiel KIK, eines ausländischen Unternehmens, Zulieferunternehmens ansässig ist. Und dass damit eben unter die Regulierung dieses anderen, dieses Heimatstaates grundsätzlich fällt. Anders gefragt, kann die staatliche Schutzpflicht, die sich aus den international verbürgten Menschenrechten ergibt, in diesem Kontext nicht auch auf Vorgänge im Ausland Bezug nehmen und damit Wirkung für im Ausland betroffene Individuen entfalten? Anerkannt ist zumindest, dass Staaten Sachverhalte mit Auslandsbezug nach dem Völkerrecht grundsätzlich durchaus regeln dürfen, sofern der eigentliche Anknüpfungspunkt der Regelung in eine völkerrechtlich zulässige Kategorie fällt und mit der Regelung auch nicht gegen andere völkerrechtliche Regelungen, namentlich das Interventionsverbot gegenüber anderen Staaten, verstoßen wird. Definitiv anerkannter Anknüpfungspunkt ist das Personalitätsprinzip, das man eben regulieren kann, wenn ein Unternehmen auf seinem Territorium seinen Sitz hat, was dieses Unternehmen für Regelungen einhalten soll. Und auch wenn diese etwaigen Regulierungen dann und tatsächlich faktisch quasi Kontexte betreffen, die mit dem Ausland zusammenhängen, ist grundsätzlich zumindest eine Berechtigung zu einer Regulierung auch mit so einem Auslandsbezug anerkannt. Ob sich dann aus diesen den Menschenrechtspakten und aus der Staatenschutzpflicht auch eine Pflicht zur Regulierung inländischer Unternehmen im Hinblick auf dessen Auslandsaktivitäten aus dem Völkerrecht ergibt, ist derzeit noch sehr umstritten und aus Zeitgründen kann ich darauf leider hier jetzt nicht mehr eingehen, aber gibt es viel Literatur dazu. So, wenn wir uns jetzt anschauen, was es
für Regulierungsansätze gibt, um diese Regelungslücken gewissermaßen zu füllen, dann stellen wir fest, dass letztlich auf allen Regulierungsebenen, also mit dem UN Guiding Principles for Business and Human Rights, mit nationalen Aktionsplänen zur Umsetzung dieser Guiding Principles, mit OECD-Guidelines, die zum Beispiel auf diese Guiding Principles Bezug nehmen, mit nationaler Gesetzgebung wie dem französischen Loi de Vigilance und ich glaube, ich habe es hier nicht mehr aufgenommen, aber auch mit EU-Gesetzgebung in diesem Kontext Unternehmen und Menschenrechte, Verantwortung von Unternehmen, eine Vielzahl von Regulierungsansätzen und Ebenen vorfinden. Hier auch als erstes gelistet sind die UN Guiding Principles, die letztlich maßgeblich waren für die Diskussion der letzten Jahre um die Reichweite menschenrechtlicher Schutzpflichten von Staaten und auch maßgeblich waren für die Diskussion um die Reichweite der Anforderungen, deren Erfüllung durch Unternehmen letztlich aus einer gesellschaftlichen Perspektive wünschenswert ist. Diese UN Guiding Principles, die 2011 vom UN-Menschenrechtsrat erlassen wurden, das ist ein Unterorgan der Generalversammlung, sind ausgearbeitet worden vom UN-Sonderbeauftragten für Unternehmen und Menschenrechte John Ruggie und sind letztlich das Referenzdokument, das den gegenwärtigen Stand der völkerrechtlichen Verpflichtungen von Staaten für Menschenrechte eben speziell in diesem Kontext der erläuterten Regulierungslücken im globalen Handel zusammenfasst und gleichzeitig vorstellt, was Unternehmen im Einzelnen tun können, um ihrer Verantwortung gegenüber Menschenrechten und Umwelt gerecht zu werden. Und dabei ist eben Verantwortung gerade nicht als Pflicht zu verstehen, sondern letztlich als gesellschaftliche Erwartungshaltung. Und neu ist in diesem Kontext, dass Ruggie den Unternehmen eben auch Verantwortung für ihre gesamte Lieferkette auferlegt und die Unternehmen anhält, diese auf die Wahrung von Menschenrechten hin zu überprüfen und gegebenenfalls erkannten Risiken vorzubeugen. Das maßgebliche Instrument zur Erfüllung dieser Verantwortung ist nach den UNGP, den Guiding Principles, die Einhaltung also menschenrechtlicher Sorgfaltspflichtstandards. Wie bereits erwähnt, daraufhin sind nationale Aktionspläne entstanden. Auch Deutschland hat so einen nationalen Aktionsplan geschlossen. Daraus hervorging dann diese einleitend erwähnte Monitoring-Initiative. Gleichzeitig haben wir auch auf europäischer Ebene zum Beispiel das die von Herrn Tietje bereits erwähnte Verordnung zu Konfliktmineralien, wo Unternehmen, die aus Konfliktregionen der Welt Mineralien in die Europäische Union importieren, eben verpflichtend Sorgfaltspflichtstandards auferlegt werden. Und diese Sorgfaltspflichtstandards speisen sich wiederum aus den unverbindlichen, dem Soft Law, den OECD-Guidelines. Ich sehe gerade mit dem Blick auf die Uhr, dass wir uns langsam zeitlich verzetteln. Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, das Thema ist einfach zu ausufernd. Kurz gesagt möchte ich nur noch ganz kurz darauf eingehen, dass letztlich der Trend schlechthin neben dieser beobachteten Multilevel Governance, also dass wir uns auf verschiedenen Regulierungsebenen befinden und die sich aufeinander beziehen, einen Trend ausmachen können, nämlich diese menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, dass Unternehmen nämlich wie im französischen Sorgfaltspflichtengesetz und wie auch im deutschen angedacht Risikoanalysen einführen sollen, darüber Bericht erstatten sollen und Maßnahmen ergreifen sollen, gegebenenfalls sogar Vertragspartner kündigen sollen. Und große Streitpunkte sind eben, wie gesagt, sollen die Unternehmen für Verstöße dann auch haften oder nicht.
Wie gesagt, es gibt da vielfältige Ansatzpunkte. Diese Sorgfaltspflichten sind auch nicht als Erfolgsverhinderungspflicht, sondern nur als Bemühungspflicht zu verstehen und sind nur ein Ansatzpunkt, der eben in diesen Kontext des nachhaltigen Unternehmensrechts zählt. Und an dieser Stelle möchte ich dann mit ein bisschen Verspätung an Frau Wittroch abgeben und muss nur kurz meine Präsentation hier beenden, damit ich Frau Mittwochs Präsentation starten kann. Ja, vielen Dank, Frau Elsholz. Also vielleicht, wenn mich der Herr Valentin, wenn er so freundlich ist und mich nochmal zur Moderatorin macht. Ich habe jetzt hier Einstellung verändert und kann noch einmal versuchen, das selber freizugeben. Und wenn das nicht klappt, müssen wir das dann doch so machen wie gehabt. So, ich kriege leider erneut nur Fehlermeldungen. Also dann müssten Sie leider doch das für mich übernehmen. Vielen Dank. Gut. Und wenn das bereit ist, dann werde ich versuchen, in den letzten 20 Minuten zumindest noch mal einen Kurzüberblick über mein Thema zu geben und zwar eine Kontextualisierung vorzunehmen, also den Blick noch einmal zu weiten. Und damit können wir direkt einsteigen in die erste Folie. Und ich möchte einmal eine Ausgangsthese präsentieren zu Beginn. So, ich weiß nicht, wie wir das machen wollen mit den Folien, aber ich kann die jetzt nicht weiterstellen, glaube ich. Das heißt, ich müsste Ihnen dann jeweils ein Zeichen geben. Genau, herzlichen Dank. Gut, als Ausgangsthese möchte ich einmal formulieren, ein Petitum an den Gesetzgeber, und zwar, dass der Kontext der verschiedenen Nachhaltigkeitsbestrebungen berücksichtigt werden sollte, die es im Unternehmen bereits gibt. Regelgeber nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene waren und sind bereits aktiv und dementsprechend möchte ich das einmal versuchen einzuordnen. Und Sie sehen ja auch schon unter C die verschiedenen Initiativen, mit denen wir in den letzten Jahren es schon zu tun hatten, auch aus rechtswissenschaftlicher Sicht. Und natürlich ist klar, dass sie ihre verschiedenen Stoßrichtungen aufweisen. Sie sind aber dennoch in weiten Teilen auch komplementär und haben ein ganz übergeordnetes Ziel, zu dem man rasch kommt, wenn man sich mit den verschiedenen Ansätzen beschäftigt. Und das ist eben das Konzept der Nachhaltigkeit. Wir haben schon einiges von sozialen, ökologischen Faktoren gehört und sehen dadurch, dass gewissermaßen die Nachhaltigkeit als Dach über diesen Initiativen thront. Und daher möchte ich jetzt einmal kurz auf Begriff und Konzept dieser Nachhaltigkeit eingehen und dann wieder zurückkommen auf diese verschiedenen Initiativen. Wenn man sich mit der Nachhaltigkeit befasst, dann ist Ausgangspunkt unserer modernen Definition der Brundtland-Bericht von 1987 und da ist die nachhaltige Entwicklung so definiert, dass sie meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Es geht also ganz deutlich hier um Bedürfnisbefriedigung. Wir sehen nicht im Vordergrund stehen die ökologischen Aspekte, sondern eindeutig ein anthropozentrisches Bild der Nachhaltigkeit. Das heißt, der Mensch steht im Vordergrund, die Bedürfnisbefriedigung, vor allem auch zukünftiger Generationen. Das bedeutet, wir haben eine raumzeitliche Ausrichtung der Nachhaltigkeit auf die Zukunft und gleichzeitig auch aber eine globale Betrachtungsweise. Wenn wir das jetzt im deutschen Verfassungsrecht suchen würden, eine ähnliche Diskussion, dann würden wir fündig mit Blick auf die aktuelle Diskussion, ob dem Prinzip der Generationengerechtigkeit eine grundrechtliche Absicherung beizufügen sei. Also es gibt es auch im deutschen Verfassungsrecht. Natürlich ist es mit der Definition der Nachhaltigkeit an dieser Stelle noch nicht getan. In den Folgejahren hat die UN immer wieder klargemacht, dass hier nicht nur diese raumzeitliche Perspektive entscheidend ist, sondern dass natürlich auch die Ökologie eine wichtige Rolle spielt und daneben natürlich der soziale Ansatz. Geprägt wurde im Folgenden durch die UN selbst das sogenannte Drei-Säulen-Modell aus Ökonomie, Ökologie und Soziales, das ist auch bekannt unter der sogenannten Triple Bottom Line. Doch genau aus diesem integrativen Ansatz, den die UN eben immer wieder betont und auch zuletzt 2015 bei der Veröffentlichung der Sustainable Development Goals nochmal wiederholen und sagen, hier sind alle drei Dimensionen gleichwertig,
hat sich eben aus diesem integrativen Ansatz auch eine Kritik entwickelt. Diese Kritik zielt dahin, dass wir, wenn wir eben alle Dimensionen gleichwertig behandeln, doch eine mangelnde Operabilität des Nachhaltigkeitskonzepts generieren. Das heißt, es wird schwierige Lösungen zu finden, wenn keine dieser Dimensionen einen Vorrang aufweist. Und es wird schon unmittelbar einleuchten, dass wir hier oft konfligierende Zielsetzungen haben werden. Da schauen wir uns gleich ein paar Beispiele an. Wie löse ich das Ganze? Dazu gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal die starke Nachhaltigkeit, einmal die schwache Nachhaltigkeit. Zur schwachen Nachhaltigkeit hat Frau Els jetzt bereits einiges gesagt. Das bezieht sich vor allem auf die Corporate Social Responsibility Debatte. Hier geht es also darum, dass der ökonomische Faktor der Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Und dann versuche ich eben, die Zwecksetzung ökologischer und sozialer Ziele mit der Gewinnerzielungsabsicht in Einklang zu bringen und führe auch dadurch dazu, dass Unternehmen letztendlich Nachhaltigkeitsaspekte verfolgen, aber das ist eben vielleicht nicht immer so weitreichend, wie wir es vielleicht gerne hätten oder wie wir es brauchen. Und deswegen hat sich als Gegensatz dazu der Ansatz der starken Nachhaltigkeit entwickelt. Und ich will jetzt einmal kurz an den Beispielen der SDGs vorführen. Wir haben sie gerade schon gesehen, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, veröffentlicht 2005. Wenn wir hier einmal gucken auf beispielsweise Ziel Nummer 8, das Wirtschaftswachstum, dann leuchtet uns ein, dass das nicht unmittelbar in Einklang stehen muss mit einer Verbesserung des Klimas, also beispielsweise hier Ziel Nummer 13 oder auch das Leben zu Wasser und zu Luft, Ziel Nummer 14 und 15, muss nicht immer dazu führen, dass wir ein Wirtschaftswachstum im Sinne der Nummer 8 haben. Das kann miteinander in Einklang stehen, das kann eben auch konfligieren. Was mache ich zur Lösung? Es gibt neben dem Ansatz der schwachen Nachhaltigkeit, den wir vor allem in der Ökonomie diskutieren, einen Ansatz aus den Naturwissenschaften. Und der ist in der Juristerei noch nicht ganz so stark angekommen wie der ökonomische Ansatz. Wenn wir da mal eine Folie noch weiterschauen, dann sehen wir ein Modell, das im Jahr 2009 von den Naturwissenschaftlern von der Forschungsgruppe des Stockholm Resilience Center um Johan Rockström entwickelt wurde. Wir sehen das Modell der planetarischen Grenzen, die sogenannten Planetary Boundaries. Rockström et al. Haben mit Blick auf die ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit hier neuen Thresholds oder Tipping Points definiert, die die wirtschaftliche und sonstige menschliche Aktivität nicht überschreiten sollte, wenn wir das Holozän, das ist unser gegenwärtiger, vor allem klimatischer Zustand der Erde, aufrechterhalten wollen. Diese verschiedenen Subsysteme sind quantifizierbar. Das bedeutet, wir können heute wissenschaftlich messen, wann wir die entscheidenden Grenzen hier überschreiten und wann wir drunter bleiben. Sie sehen, es gehören beispielsweise der Klimawandel dazu, der heute ja groß diskutiert wird, aber eben nicht nur. Biodiversity Loss wäre beispielsweise eine andere Grenze, ein anderes Subsystem. Wenn wir uns nach dieser ökologischen Grenze richten, und das ist das, was die naturwissenschaftliche Forschung sagt, wir bleiben innerhalb dieser ökologischen Grenzen, dann können wir sicher sein, dass unser Holozän so erhalten bleibt. Das ist natürlich dynamisch. Der Fortschritt kann hier natürlich mit neuen Messungen, mit neuen Methoden andere Ergebnisse herbeiführen. Dann können wir jedenfalls einen, was Rockström als Safe Operating Space for Humanity beschreibt, generieren. Das Ganze wurde ergänzt durch die sozialwissenschaftliche Forschung mit einer sozialen Grundlage. Sehen Sie, dadurch entsteht ein Korridor. Und in diesem Korridor ist jetzt quasi die ökonomische Komponente der Nachhaltigkeit eingehegt. Das also starke Nachhaltigkeit. Ja, wir haben hier ein Primat ökologischen Ansatzes ergänzt durch soziales Fundament. Was bedeutet das jetzt für unsere einzelnen relativen Ansätze aus der Rechtswissenschaft im Einzelnen? Schauen wir weiter zu den Ansätzen. Der Begriff der Nachhaltigkeit taucht im Unternehmensrecht, und da sind wir wieder im Bereich des Wirtschaftsrechts, bislang ein einziges Mal auf, nämlich im deutschen Aktiengesetz im Paragraph 87. Hier geht es um die Managervergütung. Es geht also um die Bezüge der Vorstandsmitglieder und die Frage, wie bemesse ich die? Und jetzt schauen Sie mal in diesen Satz 2, der ist hier in Rot gefasst. Da heißt es, heute im Gesetz, das haben wir seit 1. Januar 2020, die Vergütungsstruktur ist bei börsennotierten Gesellschaften, also bei den großen Aktiengesellschaften, auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft auszurichten. Und ich habe dieses Beispiel gewählt, natürlich, weil wir hier erstmalig den Begriff der Nachhaltigkeit im Unternehmensrecht haben, die Legislator,
aber auch um Ihnen vorzuführen, wie schwierig es für die Rechtswissenschaft und Rechtspraxis ist, mit dem Begriff der Nachhaltigkeit, den wir jetzt gerade diskutiert haben, umzugehen. Im Jahr 2009 wurde diese Vorschrift nämlich erstmal zugunsten der Nachhaltigkeit geändert durch das AHUG. Und damals hieß dieser Satz in Rot schon genauso, Sie müssen nur das und langfristig nochmal streichen. Es hieß also nur, dass wir hier die Vergütungsstruktur auf eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft ausrichten müssen. Jetzt hat man sich gefragt, was heißt das denn, dieses nachhaltig? Und in der rechtswissenschaftlichen Diskussion dazu gekommen, dass das Wort Nachhaltigkeit ganz allein im Sinne einer zeitlichen, einer langfristigen Entwicklung zu sehen ist. Die Überlegungen, die wir jetzt gerade angestellt haben, konnten sich in der rechtswissenschaftlichen Diskussion nicht durchsetzen. Mit der Umsetzung der zweiten Aktionärsrechte-Richtlinie dann die Wende. Jetzt hat der Gesetzgeber deutlich klargestellt, dass Nachhaltigkeit und Langfristigkeit eben nicht dasselbe sind, indem das Wort langfristig hier noch ergänzt wurde. Wir haben jetzt insofern einen Bedeutungswandel, als wir heute sagen, Nachhaltigkeit ist durchaus mit Blick auf die durch die Vereinten Nationen geprägte Nachhaltigkeitsdefinition zu verstehen. Das bedeutet, ökologische und soziale Komponenten sind hier mit einzuberechnen. Und das war auch geboten, denn dem Unionsgesetzgeber ging es im Rahmen der Änderung der Aktionärsrechte-Richtlinie genau darum, dass hier ökologische und auch soziale Faktoren eine Berücksichtigung finden. Das ist also ein ganz starker Wandel im Aktienrecht, den wir an dieser Stelle einmal haben. Und die Diskussion, wie das in Zukunft gehandhabt wird, ist noch nicht abgeschlossen. Schauen wir einen Schritt weiter. Was gibt es? Vorstandsvergütung im Aktiengesetz ist eine Seite. Viel bekannter ist aber natürlich die CSR, die Corporate Social Responsibility. Darüber haben wir jetzt einiges gehört über dieses Konzept. Daher beschränke ich mich jetzt nur auf den europäischen Ansatz, also des EU-Gesetzgebers und die nationale Umsetzung. Und hier sehen wir deutliche Trend zur Verrechtlichung. Die Europäische Kommission sieht im Jahr 2020 die CSR noch als ein Konzept der freiwilligen Selbstverpflichtung von Unternehmen. Das heißt, Unternehmen von sich aus gesetzlichen Status quo, also die Compliance, hinausgehen und freiwillig ökologische und soziale Belange verfolgen. Eine Dekade später der Wandel, der europäische Gesetzgeber, also hier die Kommission, nur verzichtet aufs auf den Freiwilligkeitsaspekt und definiert die CSR schlicht als die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkung auf die Gesellschaft. Und folgerichtig dann der Schritt der sogenannten CSR-Richtlinie im Jahr 2014. Das ist richtigerweise eine Richtlinie nur über die Angabe nicht finanzieller Informationen. Es geht hier nicht um ein umfassendes Konzept der Corporate Social Responsibility. In Deutschland bezeichnet man sie aber immer wieder als CSR-Richtlinie. Entscheidend ist, dass wir jetzt Pflichten im Gesetz haben. Diese betreffen aber das Bilanzrecht. Und das ist ganz wichtig. Wir haben hier keine Handlungspflichten für Unternehmen bzw. Unternehmensorgane statuiert. Wir haben eine reine bilanzrechtliche Regelung. Das heißt, über das Tor der Rechnungslegung kann man mittelbar Einfluss nehmen oder so hofft man sich auf das Geschäftsleiterhandeln. Und das kann man natürlich doch teilweise vielleicht schon als Revolution des Wirtschaftsrecht bezeichnen. Tatsächlich ist es aber ein mittelbarer Ansatz der EU, um, das ist ganz typisch im europäischen Privatrecht, über das Instrument der Informationspflichten auf unternehmerisches Wirken mittelbar Einfluss zu nehmen. Wir haben dann auch keine Sanktionen, sondern wir haben entsprechende Reputationseffekte über den Markt oder Reputationsverluste. So also der Regelungsansatz im Bereich der Corporate Social Responsibility. Ein weiterer Bereich nachhaltigkeitsrelevanter Regulierung betrifft die sogenannten Sozialunternehmen. Und die haben jetzt eine Weile schon Regelgeber in verschiedenen Jurisdiktionen beschäftigt, in Deutschland aber eher weniger. Das ist in Deutschland ganz neu. Wir haben, das sehen Sie hier unten, aus dem Jahr 2020, Juni, einen ersten akademischen Entwurf für eine GmbH in Verantwortungseigentum. Und hier zeigt schon die Bezeichnung dieser Rechtsform, dass es wiederum geht um die Verantwortung von Unternehmen für soziale und ökologische Belange. Diese sozialen ökologischen Belange stehen aber in dem deutschen Gesetzentwurf nicht einmal ausdrücklich drin. Anders ist dies im US-amerikanischen Gesellschaftsrecht. Dort gibt es seit 2010 die sogenannte Benefit Corporation. Das ist eine Gesellschaft, die
das Ziel der Gewinnorientierung und der Gemeinwohlausrichtung miteinander kombiniert. Das bedeutet, diese Gesellschaft ist kein Akteur der Charity, sondern verbindet wirklich Gewinnerzielungsabsicht mit sozialen oder ökologischen Zwecken. Die EU-Kommission kennt die Sozialunternehmen auch, bemüht sich schon länger nach einer Regelung. Bislang ist kein Regelungsvorschlag auf dem Tisch und definiert das Ganze ein bisschen anders als der US-amerikanische Ansatz. Sie sehen hier, es geht nicht darum, dass man hier gleichzeitig, also quasi 50-50, wenn man es hier streng liest, Profite und Gemeinwohlzwecke kombiniert, sondern die EU-Kommission legt einen deutlichen Schwerpunkt hier auf den Social Impact, sagt also, the main objective is to have a social impact rather than make a profit for their owners or shareholders. Also, wenn man es ganz genau nimmt, mindestens 51%. Wie die Diskussion weitergeht, bleibt spannend. Entscheidend ist ja aber wieder, dass es sich bei den Sozialunternehmen um Unternehmen handelt, die sich selbst verpflichten auf soziale und ökonomische Zwecke. Es ist also nicht vorgegeben wie im Rahmen der CSR, dass man da so bestimmte Berichtspflichten beachten muss, sondern diese Unternehmen wollen von sich aus bestimmte ökologische oder soziale Zwecke fördern. Das ist intrinsisch motiviert und das ist dementsprechend in der wirtschaftlichen Bedeutung eher gering. Wir reden hier von einem Nischensegment mit Bezug auf die Gesamtwirtschaft. Außerdem ist auch klar, wenn wir diese Definition lesen, dass sich die Gesellschaften in der Regel aussuchen können, ob sie sozial oder ökologisch handeln wollen. Wir haben ja also nicht zwingend eine Übereinstimmung mit der Nachhaltigkeitsdefinition im Sinne der Vereinten Nationen. Es kann also auch sein, dass ein Sozialunternehmen ganz unnachhaltig handelt mit Blick auf die ökologische Komponente. Daher ist derzeit nicht geklärt, inwieweit diese Regulierungsansätze uns in Zukunft weiterbringen für eine nachhaltigere Gesamtwirtschaft. Aber es ist ein Ansatz, den wir auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen, dann müssen wir spiegelbildlich neben der Realwirtschaft auch die Finanzwirtschaft berücksichtigen. Die Sustainable Finance, die in den letzten Jahren einen ganz besonderen Impact auf die Nachhaltigkeit im Wirtschaftsrecht ausgeübt hat. Und hier haben wir bislang keine einheitliche Definition der Nachhaltigkeit. Es gibt zahlreiche Begriffe und Erscheinungsformen. Vom Social Investment bis zum Impact Investment hören wir da verschiedene Begriffe. Würde man einen Definitionsansatz herauskristallisieren wollen, haben wir ja auch wieder eine Übereinstimmung mit den vorgenannten Initiativen. Wir sehen, es geht hier ums Investieren. Aber nicht nur die Rendite steht im Vordergrund, sondern wir wollen auch soziale oder umweltbezogene Wirkung. Also genauso wie vorhin auch wieder Soziales und Ökologisches. Ganz entscheidend ist hier der EU-Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums aus 2018. Und der ist entscheidend für unser Thema in zweierlei Hinsicht. Zunächst haben wir hier zum ersten Mal wirklich eine rechtliche Definition der Nachhaltigkeit. Es gibt eine Verordnung mit einer EU-Nachhaltigkeitstaxonomie. Die wird ausgestaltet durch diverse weitere untergesetzliche Rechtsakte. Hier haben wir aber zum ersten Mal definiert, was ist nachhaltiges Verhalten mit Blick auf Investition. Das ist also neu. Interessant ist, dass die Definition sich hier nicht auf unser komplettes Bild der Nachhaltigkeit erstreckt, sondern sie konzentriert sich vor allem auf die ökologische Komponente. Es geht also um ökologisch nachhaltige Investitionen und da vor allem ist sie auf den Klimawandel ausgerichtet. Die soziale Komponente, so die EU-Kommission, wollen wir mitregeln, kommt aber später, haben wir erstmal keine Zeit dafür, wir machen erstmal einen engen Ansatz. Das ist also die eine Seite. Die zweite ist, dass wir hier wiederum eine indirekte Regelungstechnik der EU haben. Es geht hier wieder um Informationen. Ja, wir haben wieder keine unmittelbaren Verhaltenspflichten für Geschäftsleiter. Die Frage ist, was bedeutet das nun für die Realwirtschaft? Hier ist ganz interessant, dass wir in dem Aktionsplan eine sogenannte Maßnahme 10 haben, wo die Kommission erwägt, tatsächlich Unternehmen dazu zu verpflichten, sich Nachhaltigkeitsstrategien zu überlegen und die auch zu veröffentlichen. Da hätten wir dann eine Handlungspflicht. Bislang ist das nicht in Gesetzesform gegossen worden. Wir gehen noch mal einen Schritt weiter und schauen, was jetzt gerade auf dem Tisch ist. Derzeit haben wir zwei EU-Initiativen, einmal die Due Diligence und einmal die Sustainable Corporate Governance Initiative. Zu Due Diligence wollte ich gar nicht viel sagen. Das hatten wir eigentlich im Teil von Frau Elsholz noch näher ausführen wollen. Das betrifft aber die Sorgfaltspflichten, dazu haben wir schon viel gehört. Die Sustainable Corporate Governance Initiative jetzt führt die Maßnahme 10
aus dem Aktionsplan der Sustainable Finance fort und zielt jetzt darauf, wirklich in das Gesellschaftsrecht Handlungspflichten mit reinzunehmen für Unternehmen, für Organe von Unternehmen. Das heißt, hier hätten wir jetzt eingedenk der vorgenannten Initiativen zum ersten Mal wirklich unternehmensrechtliche Handlungspflichten. Die Konsultation zu dieser Initiative läuft zurzeit noch bis zum 8. Februar. Und wenn Sie da sich mal registrieren und sich diesen Fragebogen runterladen, dann sehen Sie, dass die EU hier auch schon eine Definition für Lieferketten formuliert hat und das eine weite Definition, die umfasst also auch die Zulieferer. Es bleibt also spannend, was die EU hier in Zukunft regelt. Damit komme ich schon zu einem kurzen Fazit. Wir haben jetzt verschiedene Regelungsansätze gesehen und haben dabei beobachten können, diese Ansätze verfolgen jeweils Teilbereiche des Nachhaltigkeitskonzepts. Es geht entweder stärker um die soziale Komponente, also vor allem Menschenrechte, oder es geht stärker um das Ökologische. Es wäre also wichtig, dass man hier einen integrativeren Ansatz verfolgt. Zudem haben wir mit Blick auf die Aktivitäten des Unionsgesetzgebers gesehen, der verfolgt oft einen mittelbaren Ansatz, nämlich über Informationspflichten, also über einen Hebel kommt man da an das unternehmerische Verhalten ran. Bislang werden keine echten Handlungs- oder Unterlassenspflichten normiert. Der Fokus liegt also auf Information. Wenn der deutsche Gesetzgeber jetzt den Schritt unternehmen will, ein Lieferkettengesetz zu formulieren, dann wäre es ganz wunderbar, wenn er hier eingedenk dieser bislang existierenden Aktivitäten einen integrierten Ansatz wählen würde. Konsequent wäre es auch in einem nächsten Schritt, Verhaltenspflichten zu statuieren, denn das ist auch, was der Unionsgesetzgeber plant und das wird meines Erachtens kommen. Im deutschen Recht wäre ein Regelungsort beispielsweise § 76 Aktiengesetz, da stehen die Vorstandspflichten drin, der ist derzeit sehr offen formuliert. Was genau hier alles drunter fällt, wird im Einzelnen schon seit Jahrzehnten diskutiert. Die letztgenannte EU Sustainable Corporate Governance Initiative birgt die Gelegenheit für einen konsolidierten Rechtsakt auf Unionsebene. Und dadurch ist klar, dass die politischen Hürden für ein deutsches Lieferkettengesetz derzeit recht hoch hängen. Man ist wohl geneigt, hier den nächsten Schritt des Unionsgesetzgebers abzuwarten. Das ist jedoch nicht zwingend. Ein deutsches Tätigwerden hier auf dem Gebiet der Lieferketten kann durchaus Vorteile bringen. Man hätte hier noch immer die Möglichkeit, sich als Modell, als Vorreiter zu präsentieren. Ein Blick auf Frankreich hat das gezeigt. Und insofern hätte es in jedem Fall, wenn man hier mit Verfolgung des integrativen Ansatzes eine Regelung der Lieferketten anstreben würde. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Eisholz, für diesen spannenden Vortrag. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir den Live-Chat für Fragen öffnen. Es wurde schon etwas diskutiert. Ich weiß jetzt nur nicht genau, was davon als Frage gemeint war. Ich kopiere einfach mal die erste Frage in den Live-Chat. Also die Frage, die jetzt gestellt wurde, war: Nationale Alleingänge stoßen wohl erst eine Vereinheitlichung auf europäischer Ebene an, stellen aber auch ein Risiko dar. In Klammer unterschiedlich hohe Sorgfaltspflichten und damit Kosten zur Umsetzung. Ja, das ist ganz richtig. Also das sehen wir gerade im Bereich der Sustainable Finance. Auch hier hat Frankreich eine Vorreiterrolle eingenommen. Und wenn dann aber die Unionsinitiative kommt und das wird wirklich Hard Law und das wird auch noch Vollharmonisierung, dann kann es natürlich sein, dass ein Land, das vorgeprescht ist wie Frankreich, und so warst du tatsächlich, wieder von seiner eigenen Regelung abrücken muss und anpassen muss an die europäischen Standards. Und das kann natürlich zusätzliche Kosten verursachen. Wir haben aber jetzt einen Blick auf die Lieferketten, die andere Situation, dass wir in verschiedenen Ländern Initiativen haben derzeit. Das heißt, wir wären hier nicht die Ersten, wie es eben Frankreich war im Rahmen der Sustainable Finance. Wir haben die französische Loi de Vigilance und wir können ungefähr abschätzen, was kommen wird. Das heißt, wir haben auch diese EU-Initiative, die wir weiter begleiten, beobachten könnten. Und insofern wäre die Gefahr da, aber ich meine, sie wäre nicht so hoch, wie sie es im Bereich der Sustainable Finance einmal war. Aber es ist richtig, ne? Die nationalen Alleingänge können natürlich durch die EU-Harmonisierung
immer wieder dazu führen, dass man hier von seinem Regelungsstandard wieder abweichen muss. Wenn wir allerdings eine Mindestharmonisierung hätten, hätten wir die Problematik nicht. Und gerade im Bereich der Sustainable Corporate Governance ist eine Richtlinie geplant. Das heißt, das ist zumindest keine Verordnung. Da haben also die Mitgliedstaaten noch Spielraum. Ansonsten hat Martin Kubutek gefragt, die Problematik und offene Punkte bestehen ja in der Haftung. Bei 99% KMUs aller Unternehmen in Deutschland fragen diese sich natürlich, wie sie die Lieferketten kontrollieren sollen. Ja, tatsächlich die KMUs, die sind auch in der Sustainable Corporate Governance Initiative der EU ausdrücklich angesprochen. Und ich freue mich sehr, dass sie angesprochen sind, weil gerade die KMUs sind auch für die Finance-Branche ein ganz wichtiger Punkt. Weil man natürlich einerseits sagt, und das ist vor allem, denke ich, ein politischer Einwand. Man sagt, für die KMUs ist es schwieriger, ihre Lieferketten zu kontrollieren. Die haben auch höhere Kosten, die sie vielleicht nicht aufbringen können. Ebenso mit Blick auf die Berichtspflichten, wenn man dann hier über die Lieferketten ja, Rechenschaft ablegen muss, das ist teuer. Insofern wird es natürlich, ist man geneigt dazu zu sagen, im Rahmen des politischen Bargains nehme ich die KMUs aus der Regelung aus und lasse nur die großen verpflichten oder eben berichten. Das ist was auf politischer Ebene, was man sieht, was bekannt ist. Tatsächlich ist aber auch bekannt, dass viele KMU gerne bereit dazu sind, zu berichten. Gerade im Finance-Sektor sehen wir, dass die KMUs durchaus bei der Sustainable Finance Initiative dabei sein wollen und mit und auch davon profitieren wollen. Und gerade in Deutschland und auch in ganz Europa muss man sagen, die KMUs sind unser Backbone der deutschen und europäischen Wirtschaft. Insofern wäre es schade, sie einfach auszuklammern. Solange man diese Regulierung so fasst, dass die Berichte vielleicht nicht so hohe Kosten verursachen oder die Kontrolle der Lieferketten nicht so hohe Kosten verursacht. Also Antwort, KMUs, ja, politisch immer ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Mit Blick auf eine wirklich effiziente Regelung, Nachhaltigkeitsförderung, sollte man die KMUs meines Erachtens nicht per se außen vor lassen. So, jetzt habe ich zwei Fragen schon beantwortet. Vielleicht will auch Frau Elsters was sagen. Ich möchte nicht hier mich allein beteiligen. Wir haben auch noch eine Frage, beziehungsweise zwei Fragen von Stefan Rabel. Ich habe es jetzt auch mal reinkopiert. Die Lieferkettenkontrolle muss ja gegebenenfalls nicht absolut ausgestaltet sein und kann mit Exkulpationsmöglichkeiten versehen werden. Sehe das regelbar. Die Kompatibilität untereinander, sprich allein, wie die kompatibel sein könnten, ist ein sehr interessantes Feld. Und auch jetzt gerade eben noch live von Stefan Rabel dazu kommen. Die Kontrolle ist ja gegebenenfalls auslagerbar auf Verbände, Fragezeichen. Also ja, das sind diese ganzen entscheidenden Knackpunkte, wo wir leider noch nicht wissen, wie das deutsche Gesetz tatsächlich zum Beispiel ausgestaltet wird. Wir haben da mit dem französischen Lieferkettengesetz quasi schon eine sehr umfangreiche, sehr weitgehende Regulierung. Die betrifft, soweit ich informiert bin, die KMUs nicht. Aber wie Frau Mittwoch da schon ganz treffend gesagt hat, grundsätzlich besteht da eine durchaus deutliche Bereitschaft und viele KMUs haben auch ihre Lieferketten tatsächlich schon ganz gut im Griff, habe ich auch letztens gelesen. Also diese Frage aber auslagerbar an Verbände ist vielleicht auch ganz plastisch zu zeigen an der EU-Konfliktmineralienverordnung, wo ja eben gerade solche Sorgfaltspflichtstandards, Risikoanalyse in der Lieferkette, Überwachung der Lieferketten, dann auch die Frage externe Audits, wer überprüft, ob die diese Prozesse richtig laufen, wo das alles verlangt wird von Unternehmen, die Mineralien in die EU einführen. Und in diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass eben die Prozesse, die zum Beispiel schon aufgrund der Mitgliedschaft in einem Verband, in einer Initiative, zum Beispiel Extractive Industries, gibt es ganz, ganz viele Initiativen, die sowas schon eingeführt haben, dass wenn man darauf verweist, dass man das ja alles schon macht, man sich quasi auch exkulpieren kann. Und das meinte ich auch vorhin, wo ich es leider nur ganz kurz ansprechen konnte aufgrund der Zeit. Es geht um Bemühenspflichten und nicht um Erfolgsverhinderungspflichten. Also selbst wenn es dann am Ende zu einer Menschenrechtsverletzung irgendwo kommt, die quasi einem Unternehmen zugeordnet werden kann, dann kann sich dieses
Unternehmen eben gerade exkulpieren, wie ganz richtig gesagt wurde, dadurch, dass es zeigt, dass es eben das Möglichste versucht hat, um Risiken zu minimieren für solche Verletzungen. Ja. Ja, genau. Ich sehe das genauso. Ich sehe das auch regelbar. Wir müssen aufpassen, dass es kein Tick-the-Box-Verfahren wird, wo man dann einfach ja alles abhakt und dann aus der Haftung raus ist. Umgekehrt sollten Unternehmen aber auch aus der Haftung raus sein, wenn sie sich wirklich ausreichend bemüht haben. Was noch mit Blick auf die verschiedenen Alleingänge interessant ist, ist, dass wir auch gucken müssen, das ist ganz wichtig für den deutschen Gesetzgeber, aber auch für den EU-Gesetzgeber, dass unsere wunderbaren Pflichten, sofern wir sie denn dann geregelt bekommen, dass sie dann auch anwendbar sind mit Blick auf die Auslandsfälle. Denn wenn wir Auslandsfälle haben, und das ist mit Blick auf die transnationalen Lieferketten ja die Regel, dann kommt natürlich das internationale Privatrecht zum Zug und das entscheidet dann darüber, welches Recht anwendbar ist. Und Frau Elsholz hat ja schon ganz plastisch gemacht, dass im Kick-Fall pakistanisches Recht anwendbar war und damit das deutsche Recht, selbst wenn wir eine solche Pflicht normiert gehabt hätten, hier gar nicht zugunsten der Geschädigten hätte herangezogen werden können. Deswegen ist es wichtig, dass man es schafft, über das internationale Privatrecht diese Regeln dann auch zur Anwendung zu bringen. Denn im Rahmen der EU haben wir das IPR vereinheitlicht, aber im Verhältnis zu Drittstaaten sind da eben keine einheitlichen Regelungen vorhanden. Das wird derzeit versucht, über Eingriffsnormen zu machen. Inwieweit das möglich ist, muss dann letztendlich der EuGH entscheiden. Aber das ist ein ganz entscheidender Punkt, ja, wenn jetzt jeder Staat hier was anderes macht, welches Recht dann tatsächlich gilt. Da müssen wir nochmal genau drauf gucken. Das würde natürlich auch für einen europäischen Ansatz sprechen. Und selbst dann müssen wir im Verhältnis zu Drittstaaten noch gucken, wie wir das mit Blick auf das internationale Privatrecht geregelt bekommen. Noch eine Frage von Leonard Elste, und zwar allerdings bei einer Mindestharmonisierung und damit unterschiedlich teuren Kosten zur Umsetzung der Kontrollen entsteht doch eine Wettbewerbsverzerrung und damit eine Gefährdung des Binnenmarktes, wenn Mitgliedstaaten über die in der Richtlinie normierte Sorgfalt hinausgehen. Ja, das ist ein ganz altes Problem der Mindestharmonisierung. Man hat in den 90ern auch überlegt, ob die Mindestharmonisierung an sich gegen Unionsrecht verstößt, weil sie ja gar nicht wirklich zur Harmonisierung führt. Der EuGH hat aber klargestellt, dass die Mindestharmonisierung möglich ist. Schon aus politischen Gründen seit 1985 war sie im Privatrecht das Mittel der Wahl und ist erst zu Anfang des neuen Jahrtausends durch die Vollharmonisierung abgelöst worden. Was im Rahmen der EU Sustainable Corporate Governance Initiative passieren wird, ob das vollharmonisierend oder mindestharmonisierend sein wird, das wissen wir noch nicht. Im Moment ist auf der Seite der Kommission nur angekündigt, dass das Instrument der Wahl eine Richtlinie sein wird. Bei einer Verordnung hätten wir per se eine vollharmonisierende Wirkung, die gilt ja unmittelbar. Bei der Richtlinie müssen wir gucken. Wenn es eine Mindestharmonisierung ist, wäre natürlich möglich, dass wir hier wieder teilweise Wettbewerbsverzerrung haben, je nachdem, wie das Ganze dann ausgestaltet wird. Das ist bei der positiven Rechtsangleichung aber hinzunehmen. Und ansonsten kann man natürlich schon damit rechnen, dass hier eine Vollharmonisierung durchaus angestrebt wird. Und das passt in den Trend, den wir im europäischen Privatrecht in den letzten Jahren verfolgen, den wir sehen, auch im Gesellschaftsrecht, auch im Verbraucherrecht. Wir haben nochmal eine Frage, und zwar von Martin Kubutek. Einrichtung bzw. Benennung staatlicher Unterstützungsstrukturen, die auf Anfrage der Unternehmen kostenpflichtlich eine strukturierte Prüfung von Unternehmen in der Lieferkette vornimmt. Das ist keine richtige Frage, ne? Ansonsten haben wir noch eine Frage von Herrn Rabel nochmal. Ich würde auch sagen, wir schließen die Fragerunde dann damit, auch Blick auf unsere Zeitüberzug. Wir stehen natürlich aber auch außerhalb dieses Vortrags gerne nochmal per Mail für detailliertere Diskussionen und Fragen bereit. Ne? Also das soll hier jetzt nicht alles sein. Auch also gerichtet. Ich habe eine Frage. Also Norwegen wäre als Teilnehmer des europäischen Wirtschaftsraums von der zukünftigen Regelung mit erfasst. Das vielleicht erstmal vorweggeschickt mit Blick speziell auf die Nordics, also nicht nur Norwegen. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber das hat ja eigentlich, bezieht sich auf das, was ich gerade mit Blick aufs internationale Privatrecht gesagt habe, oder? Also es geht ja hier natürlich um Ansprüche im Verhältnis zu Marktteilnehmern aus Drittstaaten. Und um dann die europäischen Pflichten insoweit anwendbar zu machen, müssen sie natürlich kollisionsrechtlich zur Anwendung berufen
werden. Da ist eben die Möglichkeit, dass man Eingriffsnorm, dass diese Norm als Eingriffsnorm ausgestaltet, also dass sie im Sinne der Rom-2-Verordnung, da gibt es einen Artikel 16, dass sie so grundlegend sind, dass sie Anwendung finden müssen, dass sie sich also durchsetzen. Wie die Norm da aussehen muss im Einzelnen, um als solche Eingriffsnorm definiert zu werden oder werden zu können, das hat allerdings der EuGH zu bestimmen in Auslegung der Rom-2-Verordnung. Und da haben wir noch keine ganz eindeutigen Ergebnisse. Das kann ich Ihnen nicht jetzt ad hoc beantworten. Das wäre jetzt mein Verständnis dieser Frage. Ich weiß nicht, Frau Elsholz. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das vielleicht noch auf meine kurze Ausführung zur Konfliktmineralienverordnung abzielt, wie genau diese Verordnung zu verstehen ist. Wenn es das sein sollte, dann kann man das alles nachlesen auf der Seite vom Institut. Da gibt es einen kleinen Beitrag von mir zu dieser Verordnung und was sie im Einzelnen beinhaltet. Genau, und ansonsten, wie jetzt noch gerade kam, auf den EuGH hoffen, ist ja sowieso ein interessantes Stichwort, genau. Ah, die Mine in Norwegen wäre ein ökologisches Problem. Okay, alles klar. Also das fällt dann nicht unter die Konfliktmineralienverordnung, aber vielleicht in Zukunft unter eine EU-Regelung allgemeinerer Natur.